Oder finde ich hier noch, oder finde ich die draußen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so. Ja, da waren aber keine. Da war nur die Fernbedienung, die Olle. Da kann man auch nichts mehr machen. Und wir brauchen den Schlüssel, deswegen kommen wir hier jetzt auch nicht raus. It's locked. Ja. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Ja, also hier scheint nichts mehr so wirklich zu sein. Es sei denn, ich übersehe hier gerade gravierend was. Wie zum Beispiel die Schränke oder Sachen, die hier hängen oder. Dann nicht. Aber er hat die Fernbedienung irgendwie auch noch so in der Hand. Dann werden wir wohl im nächsten Part rausgehen, würde ich sagen. Es sei denn, ich habe hier die Batterien übersehen. Ich habe eigentlich gedacht, durch die Fernbedienung klappt das, aber. I'm still looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. Ja. Okay. It needs the big stumpy ones. Die großen Klobigen. Yeah, these are no good. Wo findet man denn große klobige Batterien? In irgendwelchen größeren technischen Geräten? Tja, größere technische Geräte, ob wir die hier drinnen finden oder draußen, das werde ich dann mal schauen. Ach was. Aha. Interessant, okay, ich habe sie mal eben gefunden. Ich laufe hier auch fünfmal entlang. Das ist schon okay. Irgendwann habe ich den Dreh raus. So, guck mal, was ich hier habe. Hier, schau mal, große klobige Batterien. Hey, hey. And here's another one. Should be able to get it to work now. Na, hoffentlich. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Mhm. Das machen wir jetzt nochmal eben, dann wird der Part halt ein bisschen länger. Mach mal an. Nothing. So ein bisschen hier rumdrehen an den Knöpfen. Und da jetzt nochmal. Nee, nicht leise machen. Laut machen war schon toll. Wieso denn umdrehen? Oder hat sie die vielleicht falsch eingesetzt? So, sie hat sie vielleicht falsch eingesetzt. Jetzt dreht er sie wieder um. Das ist ein sehr schlauer Part. Ihr merkt das schon. Genau so macht man das. Batterien mehrere Male hin und her drehen. Und nur so funktionieren die Sachen besonders gut. So. Kannst du dich jetzt wieder umdrehen? Ach, eine Antenne. Ja, die Antenne natürlich auch. Ganz klar. Antenne, Batterien richtig gemacht, Lautstärke und dann haben wir es gleich. Und jetzt den Powerknopf. Nein, das war die Lautstärke. As the underworld continues to spread unchecked, the estimated death toll continues to skyrocket. WABE urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full... my producer's telling me we have to get off the air. Steve. WABE wishes you and your... God bless you all. Ja, okay. Hey, Carly. Ja, komm nicht schon wieder. Dann gehen wir jetzt raus. You ready to head out? You got it. You? Gleich. In a minute. Okay, let me know. Okay, okay, okay. Ja. Leute. Mann, ich wollte euch den Schokoriegel geben. Das ärgert mich jetzt. Was mit Clementine? Was mit denen? Wir können doch jetzt auch eigentlich nichts mehr machen, oder? Wir suchen immer noch die Schlüssel für, um nach hinten rauszugehen. Dann sage ich jetzt...
Ja, aber helfen wir jetzt echt erstmal Glenn, weil wir sollen ja auch ihm helfen. Ich weiß gerade nicht, was ich zuerst machen soll. Finden wir hier irgendwo noch die Schlüssel für hinten? Weil dann könnten wir ja auch in diese Drogerie, in die Apotheke rein, meine ich, um die Medikamente zu holen. Oder wie jetzt? Oder erstmal Glenn helfen. Mich nervt das ein bisschen hier, dass ich hier so rumeier und nicht weiß, ob ich hier jetzt noch die Schlüssel finde. Ja, wo findet man die? Vielleicht bei der Kasse? Irgendwie? Oder hier irgendwie nochmal die Regale ab. Aber warum sollten die in den Regalen sein? Da verstauen die ja auch eher ihre anderen Sachen. Das Radio ist deaktiviert. In der Schublade hier irgendwo. So halt im Innenbereich. Da würde ich jetzt so die Schlüssel vermuten. Es sei denn, die sind im Raum drin. Ne? Und ich habe da doch noch was übersehen. Das kann doch nicht sein. Nee, da können wir nicht lang. Kann ich denn mit ihr nochmal darüber reden? Über die Sache wegen Glenn? Hey. Nee. I'm gonna get back to him. Sounds good. Ihn anquatschen geht ja eh nicht. Ach, das ist übrigens die Lilly. Ach, dann habe ich es verwechselt. Ich dachte, die andere wäre Lilly. Na gut. Ich denke immer, diese Reporterin ist Lilly. Muss ich mir nochmal merken, wie die nochmal heißt. First aid kit. Guck dich mal genau um. Luckily, there's nothing I need in here. Wir haben den auch schon benutzt. Was? Ach, da oben ist doch was. Klar, der Fernseher, vielleicht mal Fernsehen anmachen. Bringt mir das was? Dad told me he bought that TV to watch baseball in here. But I caught him watching his stories more than a few times. Aber die Batterien sind jetzt... Nee, doch, die Batterien sind noch drin. Die passen ja nicht fürs Radio. Dann mach mal Fernseher an. That's what I figured. Was? Warum war das jetzt aber wichtig? That's what I figured. Das muss doch einen Zweck haben, dass man die jetzt extra findet und den Fernseher anmacht und dass wir jetzt aber gar kein Programm haben. Das finde ich komisch. It's Dad's TV. Merkwürdig irgendwie. Ich hatte mich schon gefragt im letzten Part, wo der Fernseher eigentlich ist. Aber ich dachte da ja auch, wir brauchen die Batterien, deswegen die Fernbedienung. Jetzt können wir den Fernseher anmachen, das nutzt gar nichts. Wie, warum? That's what I figured. Und warum schleppen wir die dann immer noch mit uns rum, die Fernbedienung? Ich verstehe das nicht. Guck nochmal in den Erste-Hilfe-Kasten. Zum hundertsten Mal. Guck an die Schränke. Ich will die Schlüssel finden jetzt. Mann. Da kommen wir eh nicht weiter. Clementine, hast du nicht mal einen Tipp für mich? Wie geht's deinem Finger? How's your finger? It's okay. Thanks for fixing it. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. And there was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for him. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Na klar. I'm gonna keep looking around. Okay.
ist zwar schrecklich, aber warum eigentlich nicht die Leiche untersuchen? Die hat ja vielleicht die Schlüssel. Also ich meine... Unter der Decke liegt jetzt doch aber keiner, oder? Haben wir jetzt auch schon mehrmals angeklickt? Das mit dem Fernseher ralle ich nicht. Tja. Also bei den Toiletten müsste ja eigentlich da... Müsste doch jemand liegen. Wo? Wo finde ich die schrecklichen Leichen? Nur Carly. Ach, Carly heißt sie. Okay. Carly. Ich möchte eigentlich hier am liebsten hin. It's not damaged. This place didn't get looted. Mhm. Und so langsam weiß ich auch echt nicht mehr weiter. Ohne Schlüssel komme ich hier nicht raus. Tja, von daher... werde ich jetzt noch mal den hier ansprechen. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Ja. Let's have a look around. Okay. Oh Mist. Oh oh. Scheiße. Eat just. Eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Okay, ich schau mich mal um. It's a combination lock. Ja, aber warum sollte ich jetzt... Yeah, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Hm. Warum sollte ich jetzt hier gerade rausgehen wollen? Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Okay. That place is full of TVs and electronics. Ah, mit Fernbedienung. Das lenkt die doch bestimmt voll ab. Think you can do anything with this? Do. What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Ah, nicht schlecht. Well fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? That got a few of them to take notice. But not enough. Hm. Die kommen alle so nah ran, vor allem. Ich mag das gar nicht. Aber dafür war die Fernbedienung da, alles klar. Kapiert. Gut, ich, ja, was sagt er denn? Gehen wir hinein. Weißt du, wo die Schlüssel zur Apotheke sind? Any idea where the pharmacy keys might be? We searched high and low inside before you guys got here. They weren't on the old couple we took out of the office. Are you okay? I'm fine. If the keys aren't in the drugstore,
think they could be out here? We now live in a world where getting up and walking away is an actual possibility. Right. Alles klar. Ach, guck mal, was ist denn das da? I can't reach that brick. How'd you end up here? I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time... on the computer? No, just doing my own thing. How about you? Ich kenne ein paar Leute hier. Ich bin hier aufgewachsen. I grew up here. Been trying to get home since the day I came back. Oh, so you probably knew the owners then? Yeah, I did. Good people. Mehr hat er ja nicht verraten. Warum komme ich da jetzt nicht ran? Und warum spricht er ihn nicht darauf an? Was kann ich hier mit dem Zahlenschloss machen? Kann ich da was tun? Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Okay. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Es bringt alles nichts. Was ist mit dem Foto? Warum will er das jetzt hier? Hä? Was kann ich damit machen? That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Wenn ich da rankommen würde, ja. I can't reach that brick. Okay, Lees Bruder. Alles klar, ich wusste jetzt nicht genau, wer das ist. Das ist sein Bruder, klar kennt er ihn. Aber es war, ist jetzt noch ein bisschen komisch. Vom Gespräch her müsste er ja jetzt eigentlich wissen, dass er ihn kennt. Aber vielleicht sollen wir vom Spiel her gar nicht Duck das so wissen lassen. So, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Man, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Okay, wenigstens wissen wir jetzt, wo die Schlüssel sind und ich gehe erstmal wieder rein. Let's head back inside. Okay. Ja, die Frage ist, wie komme ich an den Ziegelstein? Und vor allem wollte ja auch die Kali wollte ja hier, die wollte ja auch helfen, mit uns rauszugehen. Ich würde sagen, wie wir an die Schlüssel kommen und es ist ja jetzt gerade sehr spannend auch, das machen wir mal im nächsten Part, mal gucken, was da noch so auf uns zukommt und wie wir das hinbekommen. Vielleicht hilft uns Kali auch. Naja, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.